Akt 2 von der Mac beginnt jetzt hier und an derselben Stelle wie gestern. Und heute fahre ich nicht in die falsche Richtung. Bam. Okay, revidiert alles von gestern. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Das ist holy crap. Wie lang die Schlange ist. Nee. Alter, what the fuck. Ja, das ist dezent mehr als gestern. Oh, es ist schon echt lange her, dass ich mal so lange in der Schlange stand. Aber immerhin bin ich nicht so aufgeregt wie manch andere Leute. Hi. Sie zittert. Moin Palle. Guten Tag, der Herr. Ja, mit dir wird selbst so eine kleine Messe so voll, wa? Ja, ein bisschen was los. Gestern aber bei Iblali, da war es nicht ansatzweise so, die Schlange. Das okay. War wirklich heftig. Ja, noch gute alte Kennenlegria. Ja, altmodisch, ne? Das waren noch die guten Zeiten. Damals war ich noch jung. Genau. So, ich hätte ja gerne mal auf mein Traditions-T-Shirt eine Unterschrift. Ja, das kriegen wir hin. Kurz irgendwie hin. Ja, irgendwo hier ist noch Platz. Genau. Zinos. Zack. Auch eine Autogrammkarte? Ja. Ja. Einen Sticker würde ich auch noch mitnehmen. Ja, einen Sticker gibt es auch dazu. Zack. Dankeschön. Gut. Na, schönen Tag noch. Na, dir auch. Oh. Ja, alles gut. Sorry. Alles gut, hebe ich auf. Alles easy. Okay, gut. Ja, ciao. Ciao. So, da hätten wir das. Tja, so Dinge sieht man auch hier. Boah, Mensch ey, das war jetzt lange in der Schlange. Und dabei habe ich schon, naja, am Eingang ein bisschen geschummelt. Aber naja, so viel dazu. Jetzt gehen wir mal rüber in die Otaku-Halle und schauen mal, was da noch so los ist. Ach ja. Boah. Ich hoffe mal, ja, ich denke, es hat sich gelohnt, ne? Aber ey, es ist der Hammer, wie voll das heute ist im Vergleich zu den letzten, also zu gestern. Zu den letzten Tagen, wollte ich schon sagen, macht ja gar keinen Sinn. Irgendwie hoffe ich ja, dass es morgen wieder leerer wird oder so. Also ich habe jetzt auch schon von manchen gehört, die sind nur für Palle da gewesen. Also denke ich mal, das wird sich schon wieder geben. Oh, holy crap, wie viel da draußen los ist. Ach guck mal, da läuft der Sepp rum. Mensch, aber den hatte ich ja gestern schon. Sepp, moin. Hi. Hast du schon wieder? Ja, wir schon wieder, ja. Was geht denn hier ab? Das ist der Hammer, ne? Du bist ja jeden Tag hier, aber heute ist voll. Heute ist richtig voll. Heute ist richtig gut. Ja. Also ich freue mich richtig, man kann hier... Also jetzt läuft es halt für die Leute von Stand auch, ne? Oh ja. Das ist ja sonst auch schade für die. Weil die haben nämlich so coole Sachen. Ich habe jetzt vorhin schon ein paar Sachen gekauft. 5 Figuren. Bin zu viel Geld ausgegeben, aber die waren echt cool. Ja, aber ich denke mal, viele sind auch nur wegen Paluten jetzt hier, weil... Der ist aber drüben. Ja, ja, genau. Ich war gerade da. Ja, da ist eine Eskalation, da ne? Da ist komplett, also... Das ist schon geil. Also das... Tag und Nacht der Unterschied hier von heute auf morgen, gestern meine ich. Ja, weil einfach heute alle frei haben, ne? Ja, macht Sinn, ne? Alles klar, ne? Viel Spaß noch! Ja, dir auch! Also ich muss sagen, das ist schon ziemlich cool. Hier gibt es auch sehr viel wirklich Pixel Art, also wirklich Pixel Art Bilder gemalt. Das ist schon heftig, aber was es hier alles zu sehen gibt. Das macht schon einiges her. Ja, so schön die Sitzsäcke vor der Gaming Stage auch sind, so ein richtiger gepolsterter Stuhl ist dann schon angenehmer. Thank you.
Wie erwartet habe ich heute nicht ganz so viel gefilmt, aber der Tag geht auch noch eine ganze Weile. Aber ich habe so viel erlebt, also zum Beispiel das Made Café ist mega cool. Nur darin darfst du halt auch nicht filmen oder Fotos machen. Ist auch richtig so. Aber coole Leute da. Ebenso jetzt nochmal beim Pete's Meet Q&A. War genial, Alter. Das ist eine Dynamik. Also wenn irgendwo mal ein Witz gerissen wird, ey, direkt alle gehen ab. Das ist schon ziemlich geil. Ja. Hier gibt es auch so Fotolocations übrigens. Hier. Das ist voll krass. Kann man sich einfach hier sehen. Yay. Aber, ja, genau. Ja. Ich schau mal, was heute noch so passiert. Allzu viel. Also es ist halt jetzt noch, ich werde auf jeden Fall wieder dabei sein, wenn Lara singt und dann bei der Friendly Fire Auktion. Die Sachen, die da verlost werden, hatte ich gestern im Vlog schon drin. Also gestern für mich gestern, ich weiß ja nicht, ob ich den Vlog jetzt auch direkt morgen bringe und wahrscheinlich schaffe ich das nicht, weil ich sollte mir dann schon mal ein bisschen Schlaf holen. Und der hat, dadurch, dass ich den gestrigen Vlog schon heute bringe, also für mich heute, am Samstag, das hat schon, sagen wir mal so, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich so 4-5 Stunden mehr Schlaf gehabt. Ja, naja, okay, vielleicht 3-4. Wie auch immer. Ich laber schon wieder ganz viel Zeug. Ja, wir schauen einfach mal, ne? Boah, ich habe gerade eine harte Erschöpfungsphase. Aber es geht noch krass weiter. Übrigens, was ich noch erwähnen wollte, bevor ich es vergesse. Yannick, also DestinyCast, konnte leider heute nicht kommen, weil die Bahn ein bisschen Scheiße gebaut hat, sehr viel, und ist sehr traurig, aber naja, nichtsdestotrotz ist hier wirklich krass. Also, oh Mann, ey, wenn ich allein da schon wieder gucke, ist schon mal, ja, also ist heftig. Boah, aber nee, wirklich, gerade bin ich harter Schiff, ich hoffe mal, das bessert sich nochmal jetzt, aber naja. Jetzt werde ich erstmal wahrscheinlich ein bisschen Ruhe haben, weil ich wieder Lara beim Singen zuhöre und dann hier die Auktion von Friendly Fire 4. Ja, nur Platz kriegen sieht so ein bisschen problematisch aus. Ja, wir werden mal sehen. Ja, hallo, also, hi, hey, na? Ich wollte dir echt mal danken, Alter, weil die Moderation hier und alles mega geil. Ach, hör auf! Also, das ist ein bisschen cringy. Mega Spaß hier. Sehr, sehr cringy, aber es ist schön hier auf der Mac. Ja, ist mega geil. Oder? Na? Nächste Mac, ich freue mich drauf. Naja, morgen haben wir ja noch. Morgen haben wir noch, stimmt, das habt ihr noch nicht auch. Oh ja. Ich muss leider auf die Bühne jetzt. Jo, mach das. Viel Spaß. Ja, ebenso, ne? Geil. Zum zweiten, sonst würde er schreien. 190. Darfst du noch? Drei Leute wieder. 200. 210. 220. 230. Das andere auch. 240. 250. 260. Da wird es kurz angesprochen. 260 Euro. Ja. Wir haben beide den Arm runtergenommen. 260 Euro zum ersten. Und was heißt das? 260 Euro zum zweiten? 260 ja. Euro verkauft an Robby. Ah, Robby. 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 Du hast ja jetzt schon ein Ticket für 2019. Wir bezahlen dir auch noch Hotel und Anfahrt. So sieht das aus, wenn die Messe eigentlich schon eine halbe Stunde zu hat. Ja, die rennen schon. Ja, es gibt jetzt nämlich noch einen Workshop und zu dem werde ich jetzt, denke ich, mal aufgehen. Also, ja, es rennen noch ein paar Leute rum und so. So langsam klärt sich alles weg. Alter, die Auktion war der Hammer, ey. Das war krass. Boah, über 10.000 Euro zusammengekommen für Friendly Fire 4 schon mal. Das ist heftig. Das ist geil. Ja, und danach hatte ich leider weder Zeit noch Kraft, noch etwas zu filmen. Schlafmangel, Kopfschmerzen, man kennt's. Dann musste ich die letzte Straßenbahnstation zum Hauptbahnhof noch sprinten, um meinen Zug zu erwischen. Ja, von der Zugfahrt selbst habe ich nicht mehr viel mitgekriegt, so fertig war ich.
Naja, bei der Workshop über Selbstständigkeit, gerade als Videocreator oder Streamer, bei dem es größtenteils um allerlei steuerrechtlichen Stuff ging, der war doch echt interessant und aufschlussreich, also davon konnte man echt was lernen. Also da nochmal danke an Fischkopf, Ram und Olli. Shoutout auch nochmal an alle Leute, die ich während des Tages oder auch während aller 3 Tage getroffen habe. Falls ihr mich gesehen habt oder mit mir sogar gesprochen habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare. Hier noch ein kleiner Spoiler, der Vlog zum 3. Tag wird auch richtig, richtig cool. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!